willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video geht es, wie ihr seht, um die Ring Video Doorbell und zwar um die der ersten Generation. Ich habe natürlich im Vorfeld mal beide miteinander verglichen, die Ring der ersten und die Ring der zweiten Generation. Von der Preis-Leistung her, diese hier kostet derzeit 99 Euro, die der zweiten Generation 199 Euro, also gut das Doppelte. Was sich eigentlich im Großen und Ganzen verändert hat, ist eigentlich nur die Videoauflösung. Diese hier 720p, also HD. Die neue hat 1080p, also Full HD. Aber ich möchte damit ja keine Vlogs filmen oder sowas, sondern nur einfach nur, also vor meiner Haustür filmen, um das Gesicht zu erkennen, langt HD-Auflösung vollkommen. Deswegen, wie gesagt, habe ich mich für diese Variante entschieden, für einen guten Huni. Und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Unboxing an. Ich zeige euch natürlich erstmal wie immer die Verpackung. Die wirkt hier auch recht hochwertig, wie ich finde. Also auch schönes Material. Hier sehen wir ganz kurz die Spezifikationen. Also die Maße, die Auflösung. Dann hier 180 also Grad sozusagen vom View. Also wie viel die Kamera aufnimmt. Finde ich sehr gut. Also eigentlich nicht nur geradeaus, sondern sie filmt wirklich den ganzen Bereich vor eurer Tür. Dann hier Two-Way Audio. Sprich, ihr könnt reden und auch derjenige, der klingelt, kann mit euch sprechen. Finde ich auch sehr cool. Night Vision, also Nachtsichtfunktion, finde ich super, weil im Hausgang ist natürlich nicht immer das Licht an. Hier sehen wir nichts. Was sehen wir hier? Was alles dabei ist. Ich meine, Installationsanleitung, dass es leicht zu installieren ist, eine Bewegungserkennung hat. Also wenn jemand vorbeiläuft, dann wird sozusagen ein Live-Bild auf euer Smartphone bzw. iPhone übertragen und so weiter. Wi-Fi-Connection natürlich. HD-Video, wetterresistent, ist jetzt in meinem Fall nicht so wichtig, da ich natürlich die Ring-Doorbell vor meiner Wohnungstür installiere und nicht vor meiner Haustüre. Aber solltet ihr in einem Einfamilienhaus wohnen und ihr wollt die Ring-Doorbell außerhalb eures Hauses installieren, ist das gar kein Problem. Ich glaube, das ist IP65 sogar, also gegen Regen, gegen Schnee etc. super geeignet. Also ihr braucht die jetzt nicht in den Eimer voll Wasser tauchen, dann ist sie wahrscheinlich kaputt. Aber wie gesagt, vor handelsüblicher Witterung ist sie gut geschützt. Das verspricht zumindest die Firma Ring. So, dann würde ich sagen, wir beginnen gleich mal. Wie wir sehen, es ist schon einiges in der Packung enthalten, muss ich sagen. Habe ich jetzt auch so nicht erwartet. Hier sehen wir natürlich erstmal die Türklingel an sich. Sie ist noch recht kalt, sie kam gerade frisch von der Post. Es ist echtes Aluminium, wie ihr vielleicht hören könnt, und ich spüre es, weil es recht kalt ist. Hier ist die Kamera in Schwarz-Hochglanz gehalten, finde ich sehr schön. Hier hinten nochmal ein USB-Anschluss, um sie aufzuladen. Die Kamera hat einen integrierten Akku, was ich sehr gut finde. Ich habe mich mal informiert, der Akku hält bei handelsüblicher Nutzung circa ein halbes Jahr. Das werde ich natürlich rausfinden, aber ein halbes Jahr finde ich top. Also wenn man die Kamera ein-, zweimal im Jahr aufladen muss, bin ich vollkommen zufrieden damit. So, das war's mal von der Kamera. Hier nochmal eine Nahaufnahme. Echt sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Für 100 Euro bis jetzt schon mal ein sehr, sehr, sehr positiver Eindruck. So, was haben wir hier? Das ist festgeklebt, nein, ist es nicht. Sieht ein bisschen schwer raus. Warum auch immer. So, hier sehen wir eine Diode. Okay. Ah, ich glaube, die ist dafür da, falls man die Kamera nicht per Akku, sondern über den Stromanschluss der Hausklinge sozusagen betreiben möchte. Das möchte ich nicht, da ich in einem Mietshaus wohne und ich möchte nicht so viel rumbasteln, sondern einfach nur sie schön an die Tür anbringen. Hier ist natürlich die Halterungsplatte. Hier die Löcher für die vier Schrauben, wo man sie befestigt. Hier wahrscheinlich der Stromanschluss. Also wenn man es sozusagen, wie gerade eben schon erwähnt, an den hausinternen Stromanschluss anschließt. Hier nochmal ein passendes USB-Ladekabel. Ein Netzteil sehe ich gerade nicht. Ich meine, da müsste auch eins vom iPhone oder eins von den MP3-Player oder was auch immer genügen. Aber finde ich wirklich sehr schade. Also für den Preis hätte ich schon so ein kleines Netzteil, wahrscheinlich mit 5 Volt, erwartet. Aber was soll's. So, dann haben wir hier noch einen schönen Bohrer. Oh Gott. Also es geht echt sehr schwer raus, muss ich sagen. Okay,
kennt ihr alle, handelsübliche Bohrer. Hier an der Spitze können wir erkennen, dass es sich um einen Steinbohrer handelt. Wahrscheinlich um es bei euch außen in die Hauswand zu bohren. Wie gesagt, ich werde es an meiner Wohnungstüre installieren. Da langen auch vier ganz kurze Holzschrauben bzw. Fressschrauben. Hier haben wir nochmal einen Bit-Aufsatz. Sehr cool. Hier noch ein Bit-Halter. Einmal Kreuzschlitz und einmal, wie wir hier sehen, 6 Kant Torx. Dann hier eine kleine Wasserwaage. Wahrscheinlich, um sicherzustellen, dass die Ring auch exakt gerade hängt, wo auch immer ihr sie aufhängen wollt. Finde ich auch sehr cool, dass sowas dabei ist. Hier nochmal 4 Schräubchen. Wie ihr seht, es sind noch Fressschrauben. Meine Wohnungstür ist aus Holz. Da kann ich sie so direkt ohne Dübel reinschrauben. Auch sehr schön. Hier eine Bedienungsanleitung auf Englisch. Oh Gott, das geht echt schwer raus, das Zeug, sorry. Hier nochmal auf Deutsch. Diese werde ich wahrscheinlich bei der ersten Installation natürlich gleich nutzen. Und ja, ich würde sagen, das war es eigentlich schon von dem Unboxing. Hier habt ihr einen kurzen Eindruck, natürlich bevor ihr euch die Kamera kaufen solltet, was alles sich in der Verpackung mit drin befindet. Und ein kurzes Installationsvideo und Funktionsvideo wird es natürlich in Zukunft auf meinem Kanal geben. Deshalb würde ich mich freuen natürlich, wenn ihr mir ein Abo dalasst, ein Like für dieses Video und wenn ihr die Glocke alarmiert, dann benachrichtigt euch YouTube, wenn ich ein neues Video hochlade. Fände ich auch sehr cool und dann sage ich mal wieder Ciao an der Stelle und bis zum nächsten Mal.